Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Uli Hoeneß will seine Haftstrafe annehmen. Hoeneß teilte heute mit, er werde das Urteil wegen Steuerhinterziehung zu 3,5 Jahren Gefängnis nicht anfechten. Das Urteil ist damit allerdings noch nicht rechtskräftig, weil die Staatsanwaltschaft noch nicht entschieden hat, ob sie in Revision geht. Hoeneß trat außerdem von seinen Ämtern als Präsident und Aufsichtsratsvorsitzender des FC Bayern München zurück. Gestern Nachmittag hatte Uli Hoeneß das Gericht mit unbekanntem Ziel verlassen. Heute Vormittag dann der Paukenschlag. Hoeneß erklärt schriftlich, er nehme das Urteil an. Das entspricht meinem Verständnis von Anstand, Haltung und persönlicher Verantwortung. Steuerhinterziehung war der Fehler meines Lebens. Den Konsequenzen dieses Fehlers stelle ich mich. Zudem legt Hoeneß mit sofortiger Wirkung seine Ämter als Vereinspräsident und als Aufsichtsratschef der FC Bayern München AG nieder. Ich möchte damit Schaden von meinem Verein abwenden. Der FC Bayern München ist mein Lebenswerk und er wird es immer bleiben. Ich werde diesem großartigen Verein und seinen Menschen auf andere Weise verbunden bleiben, solange ich lebe. Mit diesem Schritt könnte das einstige Vorbild auch versuchen, in der Öffentlichkeit Achtung zurückzugewinnen. Die Tatsache, dass Uli Hoeneß jetzt dieses Urteil so angenommen hat, nötigt mir hohen Respekt ab. Unterdessen wird Kritik am zögerlichen Handeln des Aufsichtsrats der FC Bayern München AG laut. Die Aktiengesellschaft gehört zu gut 75% dem Verein, die restlichen knapp 25% den drei großen Unternehmen Audi, Allianz und Adidas. Der Vorwurf, das Gremium hätte Hoeneß schon vor Monaten von seinem Posten als Aufsichtsratschef ablösen müssen, um den FC Bayern nicht zu beschädigen. Das ist ein Reputationsschaden für die FC Bayern AG entstanden, aber auch für die beteiligten Unternehmen. Und ich würde mal zumindest erwarten, dass die Aufsichtsratsmitglieder von ihren eigenen Aufsichtsräten, also in den dortigen Unternehmen, auch entsprechende Fragen gestellt bekommen und auch einsehen, dass sie sich hier nicht ideal verhalten haben. Adidas-Chef Herbert Heiner, hier rechts im Bild, soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender der AG werden. Zur Stunde berät der Verwaltungsbeirat, wer in Zukunft die Geschicke des Vereins führen kann. Die Justizvollzugsanstalt in Landsberg am Lech. Hier soll Uli Hoeneß voraussichtlich seine Haftstrafe antreten. Doch noch ist es nicht soweit, denn erst wenn das Urteil des Landgerichts auch rechtskräftig ist, kann die Strafe vollstreckt werden. Die Staatsanwaltschaft könnte jetzt noch Revision einlegen und so das Verfahren weiterführen. Ob sie das tut, ist noch nicht entschieden. Die Strafkammer hat hier in der mündlichen Urteilsbegründung ausgeführt, dass sie von einem normalen, einfachen Fall der Steuerhinterziehung ausgeht. Die Staatsanwaltschaft ist von einem besonders schweren Fall ausgegangen. Hier müssen wir überlegen, ob wir dies obergerichtlich durch den Bundesgerichtshof klären lassen. Anfang kommender Woche soll die Entscheidung fallen. Sollte die Staatsanwaltschaft in Revision gehen, käme der Fall nach Karlsruhe zum Bundesgerichtshof. Der BGH könnte das Urteil aus München aufheben, wenn es darin Rechtsfehler gibt, und den Fall dann neu verhandeln lassen. Am Ende wäre sogar eine höhere Strafe denkbar. Bleibt es aber bei den 3,5 Jahren Haft, dann würde Uli Hoeneß behandelt werden wie jeder andere Strafgefangene. Einen Bonus für Prominente kennt das Gesetz nicht. Aber das Gesetz kennt die Möglichkeit des offenen Vollzugs. Hoeneß könnte zum sogenannten Freigänger werden. Freigang heißt, dass man tagsüber draußen sein kann, zum Beispiel einer Arbeit nachgeht, und die Nächte dann wieder in der Vollzugsanstalt verbringt. Möglich ist das, wenn keine Fluchtgefahr, keine Gefahr weiterer Straftaten besteht und der Gefangene in gefestigten sozialen Strukturen lebt. Dass man Freigang aber gleich von Anfang an bekommt, das ist alles andere als sicher. Dass Hoeneß seine ganze Strafe absitzen muss, ist unwahrscheinlich. In der Regel setzen die Gerichte die Vollstreckung zur Bewährung aus, wenn 2/3 der verhängten Strafe abgesessen sind, in besonderen Fällen sogar schon nach Verbüßung der Hälfte. Dann könnte Uli Hoeneß schon nach weniger als 2 Jahren wieder ein freier Mann sein. Auf tagesschau.de gibt es weitere Informationen zum Fall Hoeneß. Unter anderem zeigen wir, wie das Ausland die Sache sieht.